Vor fast 4 Jahren habe ich mein allererstes Video zu CorePunk auf diesem Kanal hier gemacht. Das ist das Game, was ihr hier gerade im Hintergrund sehen könnt. Und es gibt eine gute Nachricht, denn der Early Access startet jetzt wirklich dieses Jahr. Es ist endlich soweit. Die schöne News aber jetzt gleich zu Beginn. Ihr habt die Möglichkeit, das Game sozusagen kostenlos einen ganzen Monat lang testen zu können. Wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt hier auch gleich. Es gibt ein Pre-Order für diesen Early Access. Ihr findet meinen Creator-Link unten in der Videobeschreibung oder in der Kommentarspalte. Da könnt ihr mich unterstützen, falls euch mein Video hier heute gefallen hat. Das nur nebenbei. Jetzt aber zur Erklärung. Ihr könnt, wenn ihr dieses Spiel pre-ordert, im Test teilnehmen, der am 6. August startet und bis zum 6. September läuft. Und wenn ihr diesen ganzen Monat sozusagen dieses Spiel testet und am Schluss sagt, hey, hat mir nicht gefallen, finde ich nicht cool, dann könnt ihr einfach einen Refund beantragen und bekommt innerhalb von 2 Wochen euer Geld zurück. So steht es offiziell auf der Webseite, das zeige ich euch nachher im Video gerne auch nochmal. So wird es gesagt und ihr habt damit einen ganzen Monat Zeit, euch das Spiel sozusagen anzugucken, wie es momentan ist, und im Early Access wird noch einiges dazu ergänzt. Jetzt gehen wir aber weiter zum nächsten Teil, nämlich wollt ihr vielleicht erstmal schauen, könnte es überhaupt was für mich sein, dieses Game, dieses neue MMORPG, denn im Hintergrund seht ihr ja bereits, es sieht doch schon ein bisschen anders aus als das ganz normale klassische MMO, würde ich mal sagen. Beginnen wir also mal mit dem groben Überblick, was euch mit diesem Game erwartet. Um uns kurz einen groben Überblick über CorePunk zu verschaffen, schauen wir direkt nochmal in den ersten Trailer rein. Ihr seht, es wird aus der Top-Down-Perspektive gespielt und grafisch finde ich, ist es eine Kombination von World of Warcraft, League of Legends und vielleicht auch einem Wildstar, wer das vielleicht noch kennt. Ihr seht, es gibt auch Mounts, aber wir gehen jetzt erstmal darauf ein, dass die Top-Down-Perspektive eine große Rolle spielt. Die Kämpfe sind deutlich taktischer, eben von MOBAs inspiriert. Das heißt, es gibt Gegner-Camps meistens, die ihr bekämpfen müsst. Und es geht halt deutlich langsamer vonstatten. Also kein Hack-and-Slay, kein Action-Kampfsystem wie bei einem Black Desert Online oder sonstigen Games, die hier in diesem Genre unterwegs sind. Da muss man sich definitiv drauf einlassen wollen. Ihr habt hier die Möglichkeit, gegen hier normale Feinde, KI-gesteuert zu kämpfen, aber ihr habt auch die Möglichkeit, wie hier zum Beispiel in manchen Zonen, expliziten PvP-Zonen, auch andere Spieler zu bekämpfen, die zum Beispiel auch gerade dabei sind, gegen andere computergesteuerte Gegner zu kämpfen. Ja, also da kann es dann interessant werden. Allerdings hat man wohl die Option zu sagen, ja, okay, ich gehe jetzt hier in so eine Zone rein, stelle mich dem PvP oder ich bin in einer beruhigten Zone und mache was anderes. Wie nämlich zum Beispiel hier im Hintergrund teilweise sichtbar, ich hack irgendwelche Erze ab, wie der Zwerg hier gerade, ja, oder ihr sammelt hier Pflänzchen oder ihr hackt einen Baum runter. Ihr habt nämlich mehrere Sammelberufe, die ihr alle machen könnt und in denen ihr Erfahrung sammelt und besser werden könnt. Und ihr habt neben den Sammelberufen auch noch Crafting-Berufe, die ihr ebenfalls ausüben könnt und darin immer besser werdet. Das seht ihr zum Beispiel an der Crafting-Station wie hier. Und das heißt, wir haben erstmal PvE-Content gegen normale KI mit Quests. Wir haben aber auch Dungeons, die ihr hier zum Beispiel seht. Da geht ihr in Dungeon rein und bekämpft riesige Bosse. Das wird es auch geben im Spiel. Das PvP, wie gesagt, ist eine teilweise optionale Sache. Und wir haben das Crafting mit dem Sammeln und dem Handwerk. Das sind so die großen, wichtigen Grundpfeiler von diesem Spiel, das übrigens auch in der Open World angesiedelt ist. Das heißt, hier gibt es eigentlich nicht Ladebalken irgendwo, sondern ihr habt wirklich diese komplette Welt vor euch, die ihr erkunden und entdecken könnt, mit einem Fog of War, der euch vielleicht hier gerade auch aufgefallen ist, wenn ihr es gesehen habt. Hier überall bildet sich ein Fog of War, den ihr erstmal aufdecken müsst und dann erwarten euch die ein oder andere Überraschung dahinter, also zum Beispiel ein Schatz oder eben auch böse, böse Spieler oder böse, böse Monster, je nachdem. Städte gibt es, ihr seht hier gerade, da wird auch ordentlich was los sein, wird es Questgeber geben, wird es Bankcharaktere geben, wird es Händler geben und
der Handel wird auch eine Rolle spielen. Hier ist noch nicht alles in Stein gemeißelt, was das angeht. Also Handel zwischen Spielern wird es geben in Corepunk. Allerdings sind die Grundregeln dafür noch nicht so in Stein gemeißelt ausformuliert, wie es sein wird. Man möchte natürlich auch, dass nicht die ganze Zeit irgendwelche Real Money Transactions passieren, irgendwie außerhalb vom Spiel, dass irgendwas über eBay gehandelt wird oder sonstiges. Ja, deswegen guckt man dann natürlich, wie man das Ganze macht, damit der Handel nicht mit Echtgeld nicht das Spiel irgendwie kaputt macht. Das hier ist ein Video, in dem ich auch im Hintergrund ein bisschen was am Quatschen war. Das nehme ich aber trotzdem mal heran, weil man hier sehr gut sehen kann, was Gameplay-Mechaniken so alles mitbringen. In diesem Video wurde da viel demonstriert. Hier sieht man nämlich zum Beispiel ein Handelsfenster. Hier seht ihr die Sammelberufe. Hier seht ihr sozusagen die Handwerksberufe. Und ihr macht da dementsprechend Fortschritt. Könnt ihr auch an diesen Crafting-Stationen, die meistens in den Städten sind, auch einige Dinge herstellen. Und das ist ein wichtiger Faktor fürs Spiel. Einerseits natürlich, um Geld zu verdienen. Andererseits auch im Kampf wirklich mit den Konsumgegenständen auch voranzukommen, und die spielen eine wichtige Rolle, sei es was Lebenspunkte-Regeneration angeht oder eben auch kurzzeitig Buffs zu haben oder Mitspielern helfen zu können im Kampfgeschehen, das manchmal auch sehr brenzlig werden kann. Ihr seht also, hier wird sehr viel gecraftet, das wird sehr detailliert sein. Da wird man auf jeden Fall jede Menge zu tun haben, was das Sammeln und Herstellen angeht. Das Herstellen funktioniert auch über Rezepte, die man lernt, die man kaufen und finden kann. Man kann höherwertigere Sachen herstellen. Es gibt höherwertigere Sachen zu finden. Ihr seht dann auch, das hat dann unterschiedliche Attribute drauf. Hier werden dann ein paar angezeigt, wie ihr es gerade am linken Bildschirmrand seht, was Regeneration angeht oder zum Beispiel Geschwindigkeit schneller macht und so weiter. Also da gibt es auch verschiedene Seltenheitsstufen. Alles, was das Spieler-MMO-Herz eigentlich so begehrt, das bringt das Game mit. Und es ist allerdings auch noch eine Sache, die ich euch hier zeigen möchte, wo ihr auch wirklich euch darüber bewusst sein solltet. Diesen Screen, den ihr hier seht, ist ja sozusagen der typische oder klassische Ausrüstungsbildschirm. Allerdings sind all diese Gegenstände rein kosmetisch. Das bedeutet, dass diese Gegenstände euch keine Attribute geben, keine Boni geben, sondern dieses Zeug hier ist wirklich nur fürs Aussehen gedacht. Die wirklichen Werte bekommt ihr über die Relikte, die ihr hier unten sehen könnt, die ich euch schon gezeigt habe, und andererseits durch die Waffen, die ihr auch entweder finden, herstellen oder handeln könnt. Ja, die Waffen bringen euch das Zeug, die Attribute, die ihr wollt, aber nicht über Klamotten. Die Klamotten, denke ich, werden ein großer Teil sein von der Monetarisierung, über die man dann im Video auch gleich noch sprechen wird. Wie ihr in diesem Bildschirm sehen könnt, bereits angedeutet, gibt es auch ein Skillsystem oder ein Talentsystem. Darauf gehen wir auch gleich noch ein, denn wir gehen jetzt rüber zum Thema Charakter und Klassen. Ja, dieser Bildschirm hier im Hintergrund wird euch sehr, sehr viele Informationen geben, was das Charaktererstellungsthema angeht, aber auch das Klassensystem angeht. Ihr seht hier im Hintergrund, dass ihr eine wirklich recht umfangreiche Charaktererstellung habt in diesem Spiel. Das heißt, bevor ihr wirklich in die Welt reingeht, könnt ihr eurem Helden Namen geben. Ihr könnt Frisuren, Bart, Gesicht und Outfits zum Beispiel auch, aber eben auch die Haarfarbe und Lippen, Augenfarbe, solche Dinge könnt ihr einstellen. Das wird Corepunk mit dabei haben. Das feiere ich persönlich zum Beispiel auch sehr. Aber was ich vor allem noch mehr feiere, ist, dass Corepunk hier unterschiedliche Völker sozusagen mitbringt. Ihr wählt hier quasi euren Helden. Ja, aber ihr seht, es gibt auch Orks und es gibt ja auch anderweitige Kreaturen, die ihr dann mal auswählen könnt. Es sind noch nicht alle freigeschaltet. Und es wird auch zum Early Access nicht so sein, dass ihr alle Klassen spielen können werdet. Aber nur mal kurz, um das zu erklären. Insgesamt sind wohl 36 Klassen sozusagen geplant. 36 ist eine ganze Menge. Wie komme ich darauf? Ihr seht, dass jeweils hier ist für Männlein und Weiblein eine Version von einem Volk. Und jedes Volk, was ihr hier sehen könnt, hat die Auswahl von drei Klassen oder drei Spezialisierungen. Ja, hier zum Beispiel Ranger. Nur dieses Volk hier von diesen zwei, also Männlein, Weiblein, diese beiden, also Champion, ja, hier in der Art von Held genannt, ja, der Champion-Held, hat die Möglichkeit zum Beispiel Ranger zu werden. Ein Ork kann kein Ranger werden. Und der Ork heißt hier auch nicht Ork, wenn wir hier ein bisschen weitergehen, wahrscheinlich gleich, wenn der das auswählt.
Dann sehen wir gleich, also hier, Weiblein ist auch Champion, wie ihr seht, hat die gleiche Auswahl. Aber wir werden jetzt auch gleich drüben den Ork sehen zum Beispiel. Dann sehen wir direkt hier, genau, Ork. Zack, kommt runter. Und hier sehen wir eine andere Auswahl. Hier sehen wir der Ork, beziehungsweise der Warmonger, jetzt hier an der Stelle so genannt, wird zum Beispiel Legionär. Ein Champion kann kein Legionär werden. Ihr seht allerdings bei jedem Völkchen sozusagen, sage ich jetzt einfach mal, dass ihr drei Auswahlmöglichkeiten habt, drei Spezialisierungen. Ja? Wenn ihr dann die Mathematik macht, ja, seht ihr hier jeweils Zweiergrüppchen, 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 da, 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 da. Und die haben jeweils drei Möglichkeiten. Wird also einiges geben und jede Klasse, ich nenne das jetzt einfach so, zum Beispiel der Legionär, hat diese vier besonderen Fähigkeiten, auch noch eine Special Ability, ja, so eine Ultimate sozusagen. Und die sind wirklich für den Legionär gedacht, während eine andere Spezialisierung eben ganz andere Sachen mitbringt. Hier seht ihr es zum Beispiel, Destroyer hat ganz andere Skills, ganz andere Spezialfähigkeit und so weiter, Blastmatic zum Beispiel auch. Diese Klassen haben nicht nur, sind nicht alles Damage-Dealer, sondern es gibt wirklich auch die Unterteilung. Es gibt auch Klassen, die haben sehr viel Heilenergie dabei, zum Beispiel eben der Blastmatic hier an der Stelle, der kann durchaus gut was heilen. Deswegen heißt auch Blastmatic, ne? Also macht irgendwo Sinn. Aber es gibt auch den Tank, wie zum Beispiel den Legionär, den ihr gerade eben gesehen habt bei den Orks, bei dem Warmonger. Und es gibt auch die Damage-Dealer, wie zum Beispiel hier bei diesem Völkchen, die haben zum Beispiel auch krass Damage-Dealer mit dabei. Ist also sozusagen wirklich Tank, DPS und Heiler wie ja, Holy Trinity sozusagen. Kann man schon gewissermaßen so benennen. Wie geht es dann allerdings weiter, wenn ihr den Charakter nach eurem Belieben erstellt habt und euch für eine Klasse festgelegt habt? Hier habt ihr dann noch zusätzliche Möglichkeiten, die euch im Laufe eures Fortschritts dann begegnen werden. Dieser Bildschirm im Game zeigt euch das nämlich zum Beispiel. Ihr habt passive Talente und ihr habt Spezialisierungstalente. Diese passiven Talente, da bekommt ihr Punkte pro Levelaufstieg und könnt die dann verteilen hier in so einen Baum rein und könnt euch dann auswählen, was euch in dieser Linie dann jeweils am besten passt. Das sind also passive Boni. Je nachdem, für welche Mastery ihr euch entscheidet, habt ihr dann auch einen grundlegenden Bonus für euch, zum Beispiel mehr Spellpower oder mehr Lebenspunkte, wenn ihr den Tank als Mastery nehmt. Ihr habt also mit eurer Klasse die Möglichkeit, frei drei Meisterschaften zu wählen, also 1, 2, 3. Und je mehr ihr im Level hochkommt, ihr habt erstmal dann nur eine zur Auswahl, dann steigt ihr ein paar Levels weiter auf, dann irgendwann kommt die Möglichkeit, dass ihr eine zweite dazu bekommen könnt und dann irgendwann eine dritte. Und ihr bekommt dann immer Punkte und die Punkte könnt ihr dann rein investieren, wo euch das am besten passt. Das heißt, hier unten wird dann nochmal was kommen, das ist ein bisschen abgeschnitten. Das heißt, ihr habt hier wirklich einige Meisterschaften, die ihr euch auswählen könnt, um wirklich einen individuellen Charakter zu bauen und hier dann auch nochmal Entscheidungen zu treffen, die ganz anders sein können als bei einem anderen Spieler. Das macht das Ding eigentlich schon mal sehr interessant. Es ist allerdings noch nicht alles, denn wir haben auch, wie ihr hier sehen könnt, das ist jetzt nur für den Legionär, den ihr schon gesehen habt bei der Charaktererstellung. Das sind die Skills, die er hat mit der Ultimate sozusagen. Ihr seht, das ist QWETR auf die Tasten eigentlich grundsätzlich mal gelegt in der Standardeinstellung. Und ihr habt dann hier die Möglichkeit, das zu verändern, anzupassen. Ja, das hat verschiedene Tiers. Ihr seht hier Tier 1, hier ist Tier 3 zum Beispiel. Da unten müsste auch irgendwo noch ein Zweier sein, hier zum Beispiel oder hier. Und ihr ladet das auf. Ihr könnt Ladungen bekommen im Laufe eures Fortschritts. Ihr könnt das finden. Ihr könnt das über Quests gewissermaßen erhalten, dass ihr diese Sachen aufladet und mit einer gewissen Energieladung könnt ihr euch dann solche Sachen auswählen. So wird es grundlegend etwa sein. Mal ganz grob gesagt. Und so habt ihr die Möglichkeit einfach, diese einzelnen Skills zu individualisieren nach eurem Belieben, nach euren Wünschen, was ihr da lieber haben möchtet. So verstehe ich das Ganze bisher auf jeden Fall. Das heißt, hier kommt auch nochmal eine große Individualisierung für jede einzelne Klasse noch mit rein. Das heißt, was Charaktererstellung und Charakterausbau angeht, habt ihr wirklich einiges an der Hand, denn es gibt ja auch noch die Relikte, die wir ja besprochen haben, die ihr unten in der Leiste rechts ausrüsten könnt, um auch noch gewisse Werte zu stärken
und ja, deutlich besser dann in diesen bestimmten Bereichen zu sein. Dann kommen wir doch mal in diesem Video, in diesem Abschnitt hier jetzt auch auf den Gameplay Loop zu sprechen. Was wird euch da so erwarten in Corepunk? Wie wird sich das Ganze spielen? Wenn ihr meine vorigen Videos und auch meine kürzesten Videos mal gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich auch Kritik geübt habe an den Alpha-Tests, die aktuell stattgefunden haben in der Vergangenheit. Ich bin hoffnungsvoll, dass sich das Spiel in eine gute Richtung entwickelt. Deswegen ist es ja ein Test, damit es sich noch verbessern und anpassen kann an die Spielerwünsche von der Community und so weiter. Wo bei mir zum Beispiel momentan noch ein Kritikpunkt liegt, ist in den ersten paar Minuten bzw. grob so in der ersten Stunde, dass wirklich Einsteiger es erstmal nicht ganz so einsteigerfreundlich haben, in dieses Spiel reinzukommen und dass vieles noch ein bisschen abgebremst, ausgebremst wirkt, dass manche Spieler, wie ich denke, oder sogar ein bisschen mehr als nur manche, sagen könnten, oh, das ist mir jetzt aber wirklich ein bisschen zu träge, ein bisschen zu aufwendig, da beiße ich mich jetzt nicht durch. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund zum Beispiel diese ganzen Spieler hier, die grünbalkigen, ja, das sind die Level 10er. Wenn man Level 10 ist, das sind schon einige Stunden in diesem Game, ja, also es ist nicht nur so ein Level 10 wie bei einem Black Desert Online zum Beispiel, nach nur ein, zwei Stunden oder ich weiß gar nicht mehr, also man kam schnell zu Level 10. Corepunk, bis man Level 10 wird, braucht man doch einiges an Zeit. Ihr seht, dass sich das Spiel dann natürlich schon ganz anders spielt. Man hat viel mehr Skills zur Auswahl, man hat Relikte, man hat mehr Konsumgegenstände und vor allem man hat die Möglichkeit, ziemlich schnell seine Lebenspunkte wiederherzustellen. Am Anfang, in den ersten paar Levels, die man an einer Hand abzählen kann, ist es erstmal ein bisschen träge, diese Lebenspunkte wiederherzustellen, wenn man draußen unterwegs ist. Man muss sich an Lagerfeuer setzen, man muss zum Beispiel Eier essen oder irgendwelche Konsumsachen, die man findet, also Lebensmittel, die muss man essen und dann stellen sich die Lebenspunkte wieder her. Das war beim ersten Test vor allem extrem träge. Sie sind meiner Meinung nach, so wie ich es bisher mitbekomme, dabei, das Ganze noch anzupassen, dass also die Regeneration schneller geht, dass es irgendwie ein bisschen erträglicher ist. Und das ist bisher auch noch meine große Sorge, dass es einfach in den ersten paar Minuten und vielleicht den ersten paar Stunden für manche zu träge sein könnte, dass man sich da nicht durchbeißen will, weil es so ein gewisser Leidensweg ist. Aber dafür gibt es ja jetzt auch im August eben diesen Test, damit ihr euch das selber mal anschauen könnt. Und vielleicht hat sich bis dahin auch so viel getan, dass man einfach sagen kann, hey, die Erfahrung in den ersten paar Minuten und Stunden ist schon viel, viel einsteigerfreundlicher und macht halt einfach schon viel, viel mehr Spaß. Das ist meine persönliche große Hoffnung für dieses Game, damit einfach so viele Spieler wie möglich auch wirklich in dieses Spiel finden und langfristig daran Spaß haben können. Deswegen übe ich hier auch konstruktive Kritik und sage euch einfach, wie mein Empfinden momentan einfach noch ist. Ich würde mir das Spiel natürlich auch im August sehr intensiv nochmal angucken und auch in die höheren Levels versuchen zu kommen, um einfach genauer bewerten zu können. Für mich macht mir das Spaß. Macht mir das Spaß, weil beim Zugucken macht es mir extrem Spaß, wenn ich sehe, wie man da als Spielergruppe schon sich durchschnetzeln kann. Das ist das Movement, das ist die Geschwindigkeit, die ich mir von diesem Spiel auch erhoffe. Das sieht lustig aus. In den ersten Levels kann das für den einen oder anderen wahrscheinlich relativ träge sein. Aber ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Wie sieht's aus mit dem Gameplay-Loop von euch? Ja, wenn ihr in dieses Spiel einsteigt, dann macht ihr erstmal Quests und ihr habt es da manchmal leichter, schwieriger, erstmal mit der Lebenspunkte-Regeneration diese Quests durchzuziehen und dann nach und nach einfach Levels aufzusteigen, dann neue Skills freizuschalten, dann rauszugehen in die Wildnis sozusagen, Bäume abzuholzen, Erzadern abzuhacken, irgendwelche Tierhäute zum Beispiel zu beschaffen und weitere Lebensmittel und Rohstoffe zu finden, um dann eben in der Stadt euer Crafting zu beginnen und mit dem Handwerk, mit dem Kochen und so weiter immer besser zu werden. Und so schaltet ihr euch nach und nach eben die höheren Levels frei, mehr Möglichkeiten für euren Charakter, was den Kampf angeht und dann auch, was das Handwerk, das Sammeln und Craften angeht, eben auch noch mehr. So, dann findet ihr irgendwann Sachen, dann bekommt ihr besseren Loot, ihr könnt euch bessere Werkzeuge bzw. bessere Waffe zum Beispiel herstellen oder finden oder kaufen. Und ihr seid dann einfach im Kampf besser unterwegs, weil ihr dann zum Beispiel auch Lagerfeuer habt für draußen. Dann könnt ihr da mal ein Campfire aufmachen, wie ihr es gerade auch im Gameplay gesehen habt. Und könnt euch dann die Lebenspunkte wiederherstellen und könnt dann eure Quests weitermachen. Wie geht es dann weiter? Das heißt, ihr geht los, sammelt in der Stadt zum Beispiel Quests ein, indem ihr mit den NPCs sprecht.
nehmt eine Quest an und zieht dann irgendwann mit diesen ganzen Quests, die ihr gesammelt habt, raus in diese Wildnis. Dort findet ihr auf dem Weg zum Beispiel Rohstoffe, findet ihr irgendwelche Feinde, die bewachen vielleicht auch mal eine Schatztruhe, wo was Feines für euch drin ist. Und dann macht ihr einerseits den Kampf gegen irgendwelche KI-Feinde, ihr holt euch irgendwelche Rohstoffe. Und es kann auch sein, dass wenn ihr in eine PvP-Zone gehen wollt, dass ihr dann dort eben auch auf feindliche Spieler trefft, wo ihr dann eine PvP-Begegnung haben könntet. Und so sieht das Ganze grundlegend aus, wenn ihr dann die Quests gemacht habt und wenn ihr ein bisschen was gesammelt habt und so weiter und dann mal sagt, hey, ich könnte jetzt wieder ein neues Lagerfeuer gebrauchen, das ich mir besorgen muss in der Stadt oder mein Inventar ist schon ziemlich voll oder ich möchte jetzt wieder was Neues basteln, weil ich zum Beispiel was habe, wo ich mir eine neue, bessere Waffe herstellen kann. Dann geht ihr zurück in die Stadt, gebt eure Quests ab, sammelt wieder Erfahrungspunkte, levelt auf, schaltet euch neue Punkte frei für eure Talentbäume und so weiter, könnt dort euren Charakter weiter individualisieren, habt vielleicht sogar ein Cosmetic gefunden, denn Cosmetics könnt ihr auch als Drops finden und dann geht das ganze Spielsystem so weiter. Ihr werdet auch im Handwerk dann dadurch weiterkommen, natürlich mehr Rohstoffe, mehr Rezepte vielleicht auch gefunden, könnt wieder was Neues herstellen, habt so wieder neue Motivation, weil ihr neue Möglichkeiten im Kampf habt und dadurch dann mit neuen Quests wieder rausgehen wollt und die Gegend erkunden und vielleicht auch einen Dungeon machen wollt, vielleicht mal eine PvP-Arena dann irgendwann reingucken wollt und so weiter und so fort. Also so ist das Spiel grundlegend mal gestrickt, um euch den Gameplay-Loop mal möglichst grob runtergebrochen zu haben. Ihr habt mich jetzt schon ziemlich viel von Cosmetics zum Beispiel auch mal reden hören. Deshalb denke ich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wo wir einfach auch auf das Monetarisierungsmodell von Corepunk zu sprechen kommen. Und im Hintergrund habe ich euch dann direkt die Webseite eingeblendet, auf die ihr auch kommt, wenn ihr unten zum Beispiel unterm Video meinem Creator-Link folgt. Das ist die Vorbestellung momentan. Es gibt 3 Pakete. Fängt bei 33 Euro an. Maximal 53 Euro, die ihr investieren könnt. Ihr habt die unterschiedliche Belohnungen, das sind rein kosmetische Gegenstände. Hier ist ein Mount schon dabei, hier ist ein anderes Mount dabei, das hat man auch in dem ersten Trailer schon gesehen, den ich euch auch im Video schon gezeigt habe. Da habt ihr einen Charakter schon gesehen, der auf diesem Mount geritten ist. Könnt ihr gerne mal zurückspulen, falls ihr das verpasst habt. Auf jeden Fall gibt es diese kosmetischen Gegenstände, das ist wichtig, denke ich mal, für einige zu wissen. Diese kosmetischen Gegenstände, die ihr hier seht, die wird es auch nach dem Release bzw. im Early Access auch käuflich zu erwerben geben als Cosmetics, ja, nur nicht mit dieser Aufschrift drauf. Ja, das ist wichtig zu wissen, nicht, dass manch einer dann enttäuscht ist und sagt, ich dachte, es wären exklusive Gegenstände für die Pre-Orders. Nein, das sind nicht exklusive Gegenstände, die sind nur hier an der Stelle exklusiv mit der Aufschrift 403 zum Beispiel drauf oder hier 405 und so weiter, diese Helme da. Das ist nur die Aufschrift ist exklusiv für den Pre-Order, nicht aber die Gegenstände an sich, die kommen dann quasi clean, ohne Branding sozusagen gibt es die dann auch häufig zu erwerben. Und da kommen wir dann auch schon zum springenden Punkt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal drauf gehen, dann seht ihr einfach, ihr kriegt mit egal welchem von diesen Paketen, wir können jetzt auch kurz nochmal angucken, mit dem günstigsten Paket, wie ihr hier seht, bekommt ihr auch den Zugang zu den geschlossenen Tests, also zum Beispiel zu dem Test vom 6. August bis zum 6. September, wie erwähnt. Dann bekommt ihr dieses Special In-Game HUD, also das da, ja, was dann angezeigt wird in eurem Interface und ihr bekommt diesen Helm-Skin, ja. Das sind die Sachen. Ihr habt, bevor der Early Access startet, und der Early Access startet im November, ja, das ist ja wichtig zu wissen, denke ich mal. Also der Early Access ist im November geplant und wenn ihr vor November entscheidet, dass das doch nichts für euch war, also zum Beispiel jetzt im August, wo ihr einen Monat lang zocken konntet, wenn ihr merkt, das ist nichts für euch gewesen, könnt ihr einen Refund beantragen und es wurde gesagt, dass ihr das innerhalb von 2 Wochen bekommt. Lasst uns auf diese Details nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Ich weiß, für einige ist das wichtig, weil es durchaus ja auch irgendwo in der Gaming-Landschaft hin und wieder mal zu Scams und so weiter kam. Deswegen hier nochmal einfach zur Klarstellung. Der Early Access Server, das wird starten am 26. November 2024. Seht ihr hier. Ich zeige euch auch die Seite, damit ihr den URL habt. Damit ihr auch hinkommt, das poste ich euch wahrscheinlich auch unten noch mit dazu. Ihr seht die Region, für was es rauskommen wird. Ja, also hier Westeuropa gar kein Problem.
Was wird im Early Access sein? Das haben sie hier nochmal deutlich runtergebrochen. Ja, was mit dabei sein wird, was es geben wird. Es werden auch die neuen Spezialisierungen, teilweise wird es neue Spezialisierungen geben, die freigeschaltet werden. Und dann kommen im Laufe vom Early Access weitere Spezialisierungen dazu. Sie haben hier auch nochmal die Pre-Order Packages gezeigt, die wir schon angeguckt haben. Und hier steht es eben halt auch nochmal dran, dass diese Items dann später, diese Skins auch teilweise dann verkauft werden, nur ohne dieses Branding, was ich schon gesagt habe. Aber nochmal ganz wichtig zu dem, was ich eben auch schon losgeworden bin. At any time before the test, during the test and after the test until the start of early access, you can always request a refund. Also jederzeit könnt ihr einen Refund beantragen. Wir wollen den Spielern die Möglichkeit eben geben, das Spiel auszuprobieren, bevor es in den Early Access geht. Und ich finde, deswegen ist auch nochmal ein ausschlaggebender Punkt für mich geworden, dieses Übersichtsvideo hier für euch zu erstellen. Ich finde dieses Angebot extrem gut. Ja, die geben euch einfach die Möglichkeit, hey, wenn du das jetzt pre-orderst, kannst du jetzt den Monat, zum Beispiel den ganzen August lang, dieses Game einfach im Gerüst zocken, wie es momentan ist. Und wenn du sagst, ich sehe da keine Zukunft drin, ich habe da keine Hoffnung, dass das besser wird, dass mir das irgendwann mal Spaß machen könnte, dann schickt da eine Mail hin, sagt, ihr wollt einen Refund haben und dann ist das Ding durch, ja? We believe that in a month of gameplay you can understand whether you like the game or not. Also, dass du innerhalb von einem Monat entscheiden kannst, ob das was für dich ist oder nicht. Und hier betonen sie es nochmal, if you bought the game, but after playing the test, you did not like it, even if you played the whole month and decided that the game is not at the level of polish you expected or lacks content, request a refund. Also ein deutlicher Aufruf. Du kannst es wirklich diesen ganzen Monat lang zocken, aber trotzdem dann einen Refund bekommen, wenn du dann am Schluss sagst, hey, habe ich keinen Bock drauf. Und das finde ich wirklich toll. Das ist ein schöner Move von denen, was man nicht mehr allzu häufig sieht in der Gaming-Landschaft, dass man einfach mal wirklich eine ausführliche Demo bekommt sozusagen und dann sagen kann, hey, ja, das mag ich oder das mag ich nicht. Deshalb hier an der Stelle für euch auch gleich nochmal hier auf dieser Seite bei den Terms seht ihr das sales@corepunk.com, falls ihr einen Refund haben möchtet, wendet euch an diese E-Mail-Adresse, am besten mit der E-Mail-Adresse, wo ihr auch das Pre-Order-Package gekauft habt. Wendet euch dorthin zur rechten Zeit und sagt, ihr möchtet einen Refund haben, dann solltet ihr das wieder rückerstattet bekommen über den Zahlungsweg, den ihr auch genommen habt, um das Pre-Order-Package zu erwerben. Das nur nochmal an dieser Stelle für euch zur Sicherheit. Wie monetarisiert sich Corepunk also? Ihr seht es jetzt hier bereits bei den Pre-Orders. Es wird ein Buy-to-Play-Modell werden. Das heißt, ihr kauft es einmalig und könnt es sozusagen für immer spielen. Ähnlich wie zum Beispiel ein Guild Wars 2. So hat es ja auch gut geklappt eigentlich immer. Und ich finde die Sache eigentlich ziemlich gut. Was ich persönlich eigentlich auch noch recht gut finde, ist, dass sie von einem Battle Pass Abstand genommen haben. Ganz ursprünglich war es ja eigentlich mal geplant, ein Battle Pass System mit drin zu haben. Das haben sie meines Wissens nach aktuellen Angaben auch verworfen. Sie haben gesagt, sie machen kein Battle Pass in diesem Game. Es wird allerdings einen Ingame-Shop geben. Hier aber die Betonung mit dabei, dass es keine Pay-to-Win-Elemente mit drin haben wird. Das geht quasi gegen ihre Grundprinzipien und das Spiel ist auch nicht designt, dass es einem Pay-to-Win-Modell folgen würde. Es wird also keine Möglichkeiten geben, irgendwie mehr Erfahrungspunkte zu bekommen, irgendwie sich stärker zu machen für 30 Minuten oder sowas. Diese Sachen werden nicht in dem Ingame-Shop zu finden sein. Ich gehe davon aus, dass es sich wirklich hauptsächlich auf kosmetische Sachen beschränkt. Vielleicht auf so Mounts, wie ihr es hier gerade seht, auf irgendwelche Sachen, die ihr anziehen könnt. Denn ihr habt es ja gesehen, das, was ihr anziehen könnt, hat keine Attribute. Das bedeutet, es ist sehr, sehr stark angeneigt an ein Modell, was ihr wirklich mit einem Shop und diesen Outfits kombinieren könnt, wie zum Beispiel bei einem Path of Exile. Das fällt mir jetzt gerade dazu ein. Also sehr viel, was euren Look angeht. Das könnt ihr in diesem Ingame-Shop finden, aber keine Pay-to-Win-Elemente. Das haben sie ausdrücklich in einem Post gesagt. Und es würde mich sehr wundern, wenn sie plötzlich eine 180-Grad-Drehung machen oder eine 360-Grad-Drehung, wie manch einer das heutzutage mittlerweile beschreibt. So, meine Lieben, und damit bin ich eigentlich am Ende mit meinem Latein für heute. Ich hoffe, dieses Video hat euch einen guten Überblick über Corepunk nochmal gegeben und die Möglichkeiten, die es mitbringt, welche Features es hat und so weiter und so fort. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne mit euren Freunden, lasst ein Like und einen Kommentar unten da
Und natürlich, wenn es euch geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen, nutzt gerne meinen Creator-Link, um den Kanal hier zu supporten, dieses Video zu supporten. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, Leute. Haut rein, viel Spaß dann vielleicht im August beim Testen von Corepunk und man sieht sich eventuell in-game.